geholt wurde, der wieder aufs Tempo drückt und wieder probiert, nach vorne zu fahren. Die Spitzengruppe ist noch 4,5 Kilometer entfernt. Bergwertung am Col de Val-Luron-Azé. Wenn Sie dann kurz vor dem... Aus Belaimen, Schädanier, Rajim. Bismillah. Auf dem Hof saß ich nicht richtig. Meine Stiefnichte hatte mein Zimmer arrangiert, in guter Absicht Wille. Ich saß da nicht gut. Das Problem habe ich mir zum Gemüt dann die Frage, ja, aber der Tisch stand dafür da, so dass ich nicht störe meinen Vater, der eine Etage drunter sein Zimmer hat. Was ist wichtig? Was ist wichtig, ist die Frage. Die Frage ist, was ist wichtig? Was ist die Eskalation als Folge von vielleicht? Und man soll ja noch nicht mal fragen, warum. Die Eskalation... Es kann sein, dass die Verhältnisse falsch, Verhältnisse, nicht die Verhältnisse, das, was du vorfindest, die Bedingungen wurden geändert. Und du sollst ja nicht fragen, warum. Warum kam es zur Eskalation? Sollst du ja nicht fragen. Warum sollst du nicht nach dem Warum fragen? Nein, Richard wollte wieder was Schönes sagen. Was Schönes. Er will jetzt wieder was ganz, ganz Tolles und Nettes und Liebes sagen. Weißt du auch warum? Ja, warum? Man soll ja nicht nach dem Warum. Stimmt, man soll ja nicht, gar nicht. Nee. Doch? Doch? Gibt's wirklich? Dann höre ich auf einmal ein Doch von irgendwo. Ein Doch. Gibt's wirklich? Nein, nee, aber was ist denn das Arrangement? Das ist das, das ist die Frage. Was ist das Arrangement wirklich falsch gewesen? Ist irgendwas falsch? Ja, in deinem Traum, in deiner Illusion. In deiner Illusion ist das vielleicht falsch. Als Teil deiner Illusion, damit du dich aufregst über irgendetwas. Weil es ist falsch, in deiner Illusion ist es falsch. Und dann habe ich in dieser Großzügigkeit habe ich dann gesagt, natürlich an einer ganz anderen Stelle, Jahre vorher, warum noch drüber sprechen? Ne, warum noch drüber sprechen? In dieser, wie heißt es, aberwitzig, in diesem aberwitzigen Größenwahn, sage ich jetzt einfach mal so, habe ich gesagt, warum denn noch drüber sprechen?
Ja, es sind doch nur Ängste. Das sind doch nur Ängste. Du siehst die Felle davon schwimmen. Na und? Das sind doch nur Ängste. Und auch als Künstler kann mir keiner das Wasser reichen. Wie denn? Wie denn, bitteschön? Das sind Ungläubige. Gerhard Richter ist ein Ungläubiger. Ne, liebe Leute, das sollte man sich mal vor Augen führen, was ihr da macht. So ein Konsumentenkino hat mit Kunst nichts, nichts zu tun. Wenn ihr veräppelt werden wollt, dann wird sich wohl einer finden, der das ganz gut kann. Ne, dann musst du nachher auch nicht heulen, dass du dein Geld zum Finanzberater gebracht hast, weil du wolltest nämlich, dass zu viel Geld loswerden. Darfst du dich nachher nicht beschweren, dass dein Finanzberater mit deinen Finanzen entweder über alle Berge oder direkt in die Tonne. Direkt in die Tonne. Und was rege ich mich auf? Was rege ich mich auf? Manchmal hörst du ein Lachen. Manchmal hörst du ein Lachen des Meisters. Der Meister lacht, dann weißt du, er hat wieder irgendwas. Er sieht wieder was, was eigentlich kein anderer sieht. Und es ist irgendwie wieder was. Wahrscheinlich ein Engel hat irgendjemandem einen Streich gespielt. Und der Meister lacht. Ja, worüber rege ich mich auf? Ist doch furchtbar. Eigentlich furchtbar, sich aufzuregen. Und worüber rege ich mich auf? Es ist doch die Demütigung. Es ist doch die Demütigung der Arroganz. Es ist doch die Demütigung, das, wovon ich schon spreche, sei schon seit 10 Jahren. Das Uniqlo ist doch die Demütigung der Arroganz. Und sie sind eben nicht, sind nicht auf meinem Level. Nee. Sie haben auch noch Fehler. Sie haben, ich meine nicht auch, sondern sie haben immer noch Fehler. Sie kommen mit ihren Fehlern zu mir. Sie wagen es. Sie trauen es sich. Sheikh Hasan Daik, Sheikh Hisham Kabbani. Die kommen mit ihren Fehlern, kommen die zu mir. Ja, da muss man erstmal aushalten. Dann guckst du dahin. Ja. Das war eindeutig. Da hat der Scheich auf ihn gezeigt mit dem Finger, hat gesagt, this was a mistake. This was a mistake. Der Scheich hat auf Scheich Hisham mit dem Finger gezeigt, hat gesagt, this was a mistake. Das ist auf YouTube. Wenn du hören kannst, versuch mal genau das zu hören. Und was macht Scheich Hisham Kabbani? Jeder andere wäre wahrscheinlich weggerannt, hätte geheult irgendwo, geschluchzt, sich selber in die Ecke geworfen. Wenn du nur wüsstest. Aber er nicht. Er ist nicht weggerannt. Nicht eine Sekunde dran gedacht, wegzurennen. Wo soll er denn hinrennen? Wohin denn? Ja, zu seinen eigenen Machenschaften? Zu seinem eigenen, das, was er sich alles aufgebaut hat? Irgendwie mehr oder weniger alleine aufgebaut hat? Soll dahin rennen? Nee. Nee, der rennt nirgendwo hin. Der weicht nicht für einen Moment von der Seite. Ihm von der Seite, dem Scheich. Ja, wo soll er denn hinrennen? In die Wüste? Rennst du in die Wüste? Willst du da verdursten? Wenn du wegrennst von Maulana, dann ist überall anders, ist überall Wüste. Du sitzt mitten in der Oase. Das kann man nachprüfen. Kann man nachprüfen, was ich sage. Fahr mal nach London hin. Guck mal von außen. Reicht inshallah, Seven Sisters sich anzuschauen. Eine Oase der Ruhe mitten in London. Weil Sheikh Nasim da über 20 Jahre lang oder über, ich weiß nicht, 30, 40 Jahre lang, jeden Ramadan ist er da hingefahren. Das ist die Präsenz von Maulana Sheikh Nasim. Ist immer noch da in London. Und warum mache ich diese schöne Rede auf? Nee, sollst du nicht fragen, warum. Ich sag nur, Arrangement ist nicht falsch. Das war nicht falsch. Meine Nichte oder meine Stiefnichte hat natürlich in ihrem, hat das mein Zimmer aufgeräumt, arrangiert. Das nicht das Zimmer hier, sondern das Zimmer meines Vaters, wo ich dann. Nee, Fehler ist nicht. Gibt keinen Fehler. Gibt es gar nicht. Das ist genauso, alles genauso.
Also dann sagt er, wir haben Gott. Ja, wir haben Gott. Wir haben Gott. Da müsst ihr alle rennen. Da müsst ihr alle rennen gehen. Ihr müsst jetzt rennen, wegrennen, wenn ihr euer Herz an irgendwelche materialistischen Dinge, materialistischen Güter, an irgendwelchen Reichtum habt, ihr euer Herz an euren scheinbaren Reichtum oder an eure Blödheit, an eure akademischen Doktortitel, Doofheitstitel, Stümper- und Dummheitstitel. Da müsst ihr jetzt mal ganz schnell das Weite suchen. Ich war schon kurz davor, euch alle in den Ofen zu schicken. Einmal, da habe ich es gesehen. Da hatte ich diese Power in der Hand. Ich war kurz davor, euch alle ins Feuer zu schicken. Ja. Ja, wir haben Gott, das heißt, ihr müsst jetzt rennen. Ihr müsst sehen, dass ihr den Flammen entkommt. Ja, divine lights may burn you. Ja, göttliche Lichter. Oh, ach, oh, schön. Oh, Esoterik. Oh, Yoga. Oh, Sufitum. Derwischtanz. Oh, schön. Romantik, Gedichte, Poesie, schön, Luxus, Luxus. Dann fragt der Scheich damals, hat er gesagt, was soll ich dazu sagen? Hat natürlich keiner verstanden, versteht keiner dieses Level, dass er dich sofort anspricht, direkt dich sofort auf deinem Level anspricht. Natürlich verstehst du das. Da gibt es nichts zu verstehen. Dann fragt er dich, where are you going to jump? Wo wollt ihr denn hinspringen? Wohin denn? Wenn die Welt in Flammen steht. Where are you going to jump when the world is on fire? Wenn die sagen dann, nee, nee, Luxus braucht man nicht, Religion braucht man nicht, Spiritualität braucht man nicht, brauchen wir alles nicht, hier Exercise und so, nee, nee, nichts brauchen wir davon. Denken, das wäre alles Luxus, das wäre alles nur ein Gefühlsduselei. Wellness. Das ist alles nur noch Wellness. Wellness für Körper und Wellness für die Seele. Nee, ohne Spiritualität, das meint er, glaube ich, ohne Spiritualität, sagt er. Sagt ein Freund, ehemaliger, Entschuldigung, sagt ein junger Freund von mir, sagt er, ich interessiere mich nicht für Spiritualität. Ja, kann ich gut verstehen. In dieser materialistischen Welt, wo einem nur Hollywood vorgegaukelt wird, kann ich das gut verstehen, dass man so einen Spruch auch fallen muss. Ich interessiere mich nicht für Spiritualität. Das ist die eine Seite, das sind wir. Das sind wir, wir denken, wir sind normal. Ich interessiere mich nicht für Spiritualität. Nein, ich bin auch kein Opfer. Nein, an der Uni, nein. Die haben mir nicht das Allerschlechteste angetan. Nein, nein, stimmt gar nicht. Ist nicht das Allerschlechteste, was mir da erfahren ist. Nee, nee. Nichts anderes als Konsumentenkino. Was hat Sigmar Gabriel gesagt? Menschenunwürdigkeit. Gesagt, das ist eines Menschen nicht würdig, hat Sigmar Gabriel gesagt. Ja, der meinte aber nicht Hartz IV, der meinte das, was an der Uni passiert. Man kann auch mal einem Politiker auf die Sprünge helfen. Ist es eines Menschen nicht würdig? Natürlich ist es eines Menschen nicht würdig. Wo denn Mensch? Da ist ja kein Platz für einen Menschen. Welches Bild von einem Menschen hat denn da der Professor? Das willst du doch gar nicht wissen. Interessierst du dich für das Bild des Menschen? Von Herrn Professor? Von Frau Professorin noch schlimmer? Noch Frau Professorin noch schlimmer? Schlimmer als eine Bordsteinschwalbe. Where are you going to jump? Das ist die andere Seite. Das ist da quasi dann an ein Ende fast. Wenn, oder auch nicht. Weil, Allah sagt ja im Koran, ich bin dir näher als deine Halsschlagader. Ne? Wir können also gar nicht, wirklich. Können wir nicht. Hier diese Totalverweigerung können wir nicht ewig da. Das stimmt gar nicht. Auf jeden Fall sagt er, where are you going to jump? When the world is on fire, wo willst du denn hinspringen? Und dann hast du keine Spiritualität, dann hast du keine Religion in dem Moment. Hast du nichts außer Spesen, nichts gewesen. Schönen Gruß an die Sporthochschule Köln.